ich bin auch da, Helmut Hoffer von Ankershofen, grüßt euch, geborener Oertel und ich habe geheiratet, deswegen heiße ich so, nichts anderes. Man sieht hier den VPAD-Prototyp aus 2008, der hat noch eine komplett andere Software, man sieht, das Gerät ist ein bisschen zu groß, das wog noch 1,8 Kilo. Das hier ist das Gerät aus einem Feldtest in 2009 mit 150 Testern in Hamburg und Berlin, unter NDA, deswegen haben die nichts gesagt, unter Geheimhaltungsvereinbarung. Das hier ist unser sogenanntes Woodpad. Das haben wir auf der CeBIT vorgeführt. Da ist schon die Software recht weit gediehen. Und das hier ist das Zielgerät, das heißt, das ist das finale Gehäuse. Das sind jetzt noch Einzelanfertigungen, da gibt es noch Toleranzen in der Fertigung. Die Software ist jetzt featuremäßig eigentlich so weit, da werden nur noch Optimierungen dran gemacht bis zum Marktstart, dann, also Massenverfügbarkeit ja im August. Wir sind da voll im Plan. Und das da ist mein geliebter MacBook Air. Mein Den Gut. Nehmen wir dann auch noch mit. Genau. Ja. Das Gerät mal vor, das ist das Zielgerät. Mhm. Dann würde wahrscheinlich NTV kurz mal ordentlich filmen. Dann ihr Fotograf zum Beispiel, wenn er dann schon da ist, Fotos machen. Ja. Und dann hier die Jungs aus der Community und aus der Bibliothek dann auch mal das Ding machen. Gut. Ja, und das hier ist die Urform. Also damit hat alles angefangen, weil wir nämlich denken, dass man Zeitschriften und Tageszeitungen eigentlich auf so einem Gerät lesen möchte.